Hallo meine Lieben, schön, dass ihr alle eingeschaltet bei mir. Ich bin's wieder, eure Lola und heute für euch habe ich den Adventskalender von Action. Ja, der Adventskalender gibt es schon in Action und zwar habe ich in zwei Filialen Pech gehabt, aber dafür in der dritten Filiale habe ich ihn und alle, die aus Wien kommen, kann ich euch den Tipp geben, zum Beispiel am Westbahnhof unten, das ist der große, der vor kurzem eröffnet hat. Den gibt es und zwar war der bei Aktion der Woche, was ich auch ganz komisch finde, weil Aktion der Woche heißt immer, dass die ein bisschen günstiger sind, aber ich weiß nicht, was der normal gekostet hätte. Aber ich habe ihn bezahlt 12,99 €. Ob das jetzt wirklich Aktion der Woche war, ob das ein paar Euro mehr war, weiß ich nicht. Falls das jemand weiß, würde es mich interessieren, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Das heißt, ihr würdet dann quasi den Adventskalender bei Action von heute bis Dienstag für 12,99 € bekommen. Auf jeden Fall, ihr Lieben, ich möchte einen von euch glücklich machen und ich möchte den Adventskalender an euch verlosen. Ich werde mir vom Adventskalender vielleicht nur 4 oder 5 Sachen nehmen als Andenken am Adventskalender und die Sachen werde ich natürlich ersetzen. Ich werde euch dafür Full-Size-Großen reingeben. Damit habt ihr auch mehr davon und ich weiß auch, dass viele von euch kein Action haben, dass er wieder zu weit ist oder vielleicht in manchen Orten gibt es ihn auch gar nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir mal los, denn ich bin sehr gespannt, was drinnen ist, denn ich habe mich dieses Mal wirklich nicht spoilern lassen. Ich habe einmal ganz kurz geguckt, dann bin ich wieder weggegangen, weil ich mir gedacht habe, nein, ich möchte ihn selbst auspacken. So. Nummer 1 beginnt sofort mit einem Body Peeling, was ich super finde. Jingle Twinkle, Körperpeeling und zwar 50 Milliliter, ist schon eine super tolle Größe, muss ich sagen. Jo, dann kommen wir auf Nummer 2. Der Kalender hat hier und hier Fächer. Das heißt, Nummer 2, das ist etwas Längliches. Was kann denn das sein? Der Adventskalender schaut sehr schön aus, so schön weihnachtlich. Ah, da ist das eine, aha, eine Nagelfeile, die hatten wir im letzten Adventskalender auch drinnen. Ach Gott, das ist jetzt so, die sind immer manchmal so gut verpackt und manchmal sind sie gar nicht gut verpackt, manchmal rutschen sie sogar runter. Eine ganz normale Nagelfeile, die werde ich euch auf jeden Fall verlosen, denn ich habe 3 gleiche davon. So, dann kommen wir zu Nummer 3. Nummer 3. Da bist du, ganz unten. Ah, das ist ja super. Nummer 3. Das sind einmal Peeling-Handschuhe. Auch die werde ich euch verlosen, denn ich habe noch einige Peeling-Handschuhe. Nummer 4. Nummer 4 kommen wir zu einer Handcreme und zwar ist das eine Handcreme 30 Milliliter, steht denn da drauf, da steht aber nicht drauf, was für Richtung sie ist, ob das jetzt Mango ist, Kokos, hier steht nur Handcreme, steht aber nicht drauf, welche Richtung das ist. Na gut, dann eine Handcreme, die werde ich euch natürlich auch verlosen, da ich wirklich sehr, sehr viele Handcremen habe. Dann kommen wir zur Nummer 4. Jetzt kommen wir zu Nummer 5. Und das ist eine kleine Face-Maske. Vielleicht lasse ich sie mir, aber vielleicht auch nicht, weil ich habe euch sehr viele Masken gekauft. Und schauen wir mal. Ich überlege es mir noch und ich sage euch dann genau Ende des Videos, was ich verlose. So, dann haben wir Nummer 5. Dann kommen wir zur Nummer 6. So, Nummer 6. Oh, das ist super. Das ist ein Face Scrub. Super toll. Auch in einer Größe, aber das ist 30 Milliliter. Face Scrub. Dann kommen wir zur Nummer 7. Oh, das ist aber schön. Das ist richtig schön. Nummer 7 ist Bad Konfetti, ja, die werde ich an meinen Sohn lassen, weil er freut sich immer wieder, wenn irgendetwas so
bademäßig dabei ist. Also die werde ich ihm lassen, die Bartkonfetti. Dafür bekommt sie ja Full-Size-Großen. So, 7. Dann kommen wir zur Nummer 8. Nummer 8. Und zwar ist das ein Cosi-Shampoo. Den werde ich euch verlosen, da ich zurzeit nur meinen verwenden darf von meinem Arzt. Da ich habe ja so eine spezielle Haarwasser wegen dem Haarausfall. Und ja, das muss nicht sein. Also wenn der Arzt gesagt hat, ich soll mich dran halten, dann mache ich das auch, denn meine Haare sind wirklich super toll gewachsen. So, na komm schon. So, dann haben wir hier Nummer 8, das ist ein Body Mist. Na, da kann man nichts riechen. So, das werde ich euch auch verlosen, Nummer 8. Dann kommen wir zur Nummer 9. So, Nummer 9, wo bist du denn? Nummer 9? Aha, Nummer 9, das war Nummer 10 sind wir jetzt. Nummer 10. Auch das geht an euch, weil da habe ich eigentlich noch genug Fußpeeling und Fußsteine und Fußsprudelbäder. Dann kommt Nummer 11. Das geht genauso an euch, Nummer 11. Das ist so ein Stern. Ich schätze mal, das kann man im Bad. Genau, das ist eine Badebombe. Genau, auch das werde ich euch verlosen. Jetzt haben wir Nummer 11, jetzt kommt Nummer 12. Ich hoffe immer bei der Nummer 12, dass etwas ganz Besonderes ist, weil ich da Geburtstag habe. Also ja, ich wünsche mir aber immer, dass Nummer 12 etwas ganz Besonderes ist, weil das mein Geburtstag der Tag ist. Und ja, also es ist etwas Besonderes, es ist ein Conditioner. Aber wie gesagt, den darf ich nicht verwenden, den werde ich euch auf jeden Fall verlosen. Das ist die Nummer 12. Dann kommen wir zur Nummer 13. Nummer 13. Ah, ja, das werde ich euch auch verlosen. Das ist für mich ein bisschen zu klein. Nummer 13. Dann kommen wir zur Nummer 14. Das ist da etwas Längliches. Ui, das ist eine Body Lotion. Das ist eine Bodylotion. Schauen wir mal. Vielleicht werde ich das jemand noch einmal im Tauschpaket schenken. Mal schauen. Dann Nummer 14. Jetzt kommen wir zur Nummer 15. Auf jeden Fall, was ich euch auch noch sagen wollte, es wird jetzt von, das ist eine, ich glaube, das ist eine Maske. Die werde ich aber allerdings im Tauschpaket herschenken, weil ich weiß, jemand, der sehr gerne Masken, also solche Tuchmasken mag. Nicht Tuchmasken, Schlafmasken, sorry. Dann kommen wir zu Nummer 16, das ist eine Fußcreme. Ja, das werde ich mir noch überlegen. Dann haben wir Nummer 17. Genau, ich wollte euch sagen, dass ich jetzt jedes Monat bis zu Weihnachten eine Verlosung mache. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, Abonnent meines Kanals zu sein. Da ich ja bis Dezember Verlosungen mache. Und das ist eine Bodybutter und die werde ich mir nehmen, die Bodybutter, da ich wirklich eine Bodybutter brauche. Ich war heute beim DM und ich habe eine gesehen, das war aber eine ganz, 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 ganz große und ich bin kein Fan von großen, weil ich weiß, ich werde die nie aufbrauchen, aber die kann ich super toll auf meine Nachtkastel hinstellen. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal nehmen. Dafür werde ich euch natürlich etwas ersetzen. So, dann kommen wir zur Nummer 18. Nummer 18.
15. So, ihr Lieben, wenn ihr bei der Verlosung mitmachen wollt, dann müsst ihr mir verraten, verratet mir, welchen Adventskalender ihr euch kaufen werdet, auf jeden Fall. So, Nummer 18, das ist ein wunderbarer kleiner Stern. Ich glaube, das ist eine Seife, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es schaut aber schon aus, als wäre das eine Seife. Ja, auf jeden Fall, derjenige, der das dann gewinnen wird, kann auch gerne auch einmal beim Action auch vorbeischauen, beim Kalender. Vielleicht steht es auch dabei. Es steht sicherlich wo dabei. Ich werde auf jeden Fall auch hinschreiben, was das ist. Oder ihr sagt, ihr möchtet es da mal selbst googeln. Dann haben wir Nummer 19. Nummer 19 ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Lippenbalm. Auch der geht an euch. Dann haben wir Nummer 20 schon. Nummer 20. Genau, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, Abonnent meines Kanals sein. Da ich jetzt, das heißt, es ist September, Oktober, November, Dezember, 4 Verlosungen jetzt bis neues Jahr machen werde. Die geht auch an euch. Die habe ich auch, glaube ich, schon einmal im Backup hier. Ich glaube, die haben wir letztes Mal auch in Zebra-Trash bekommen. So, dann haben wir jetzt die Badebombe gehabt. Das war die Nummer 19. Jetzt kommen wir zur Nummer 20. Sorry, Nummer 20 war die Badebombe. Jetzt kommen wir zu Nummer 21. Nummer 21, wo bist du? Da oben. So, Nummer 21, das ist ein Badkristall. Schaut wirklich so schön aus, dass man das jemandem auch schenkt. Wirklich wunderschön, wenn man das zusammenstellt. Ja, ich überlege, ob ich das vielleicht, ich möchte das gerne im Tauschpaket jemandem schenken. Wie gesagt, ihr bekommt es dafür Full-Size-Großen. Ja, also ich werde das da und das möchte ich gerne jemandem schenken. So, dann möchte ich 21 ist ein Face-Wash. Das werde ich euch mitgeben in der Verlosung. Und jetzt kommen wir zu 23 und 24. 23. So, wo ist die Nummer 23? Da ist sie ganz unten versteckt. Und das ist eine Tagescreme, passend zum Waschgel, also zum Waschgel. Passt das super Kombination und jetzt kommen wir zur Nummer 24. Jetzt bin ich schon gespannt, was da drinnen ist. Wow, na, das werde ich mir nehmen, Leute. Das ist ein Showergel. Ich werde mir das nehmen, weil ich es mir gerne so als Deko hinstellen möchte, da ihr wisst, ich liebe ja Pink. So, ihr Lieben, das heißt, ich werde mir für eine Freundin, also fürs Tauschpaket werde ich mir die Badkristalle mitnehmen, die Schlafmaske, weil sie liebt Schlafmasken. Und ich werde mir die zwei Sachen nehmen und der Rest geht an euch. Oh, genau, und das habe ich dann meinen Sohn. Also er soll auch was noch davon haben. Das sind so Badekonfetti. Genau, das geht dann an meinen Sohn. Alles andere werde ich an euch verlosen. Das heißt, ihr bekommt einmal das Washface. Passend dazu das D-Creme, da könnt ihr einmal dann kombinieren. Dann habt ihr ein Body Peeling, bei Body Peeling werde ich euch auch lassen. Dann habt ihr ein Face Scrub, das ist so ein, das ist, dass ihr euch das Gesicht waschen könnt. Das ist so wie ein, das peelt das Gesicht. Also so zur Pflege kann man locker dreimal in der Woche machen. Dann habt ihr auch eine Badebombe. Eine Nagelfeile, dann habt ihr auch einmal, gut, ich werde mir dieses Mal die Handschuhe nehmen, dafür werde ich euch das mitgeben zum Waschen. Dann habt ihr Lippenbalm, Cozy Night, schaut wirklich sehr verführerisch aus, ich bin wirklich gespannt, wie das riecht, schaut aber wirklich gut aus, letztes Mal war das in Grün. Das war auch gar nicht so schlecht. Dann habt ihr auch ein Badestern und eine Badekugel. Das heißt, ihr könnt dann zweimal schön baden. Und eine
Bodylotion habe ich auch extrem viel. Und was ihr bekommt, ist ein Körperspray. Und wie gesagt, ich werde euch den Conditioner und natürlich auch den Shampoo, denn das sind nämlich die zwei, die zusammengehören. Dann bekommt sie einmal so eine ganz süßen, so ein Sprudelfuß. Dann eine Face-Maske, obwohl ich nicht weiß, ob ich sie mir nehmen soll oder nicht. Ich werde es mir überlegen. Und dafür werde ich euch eine andere Face-Maske reingeben, denn ich habe auch sehr viele von Action. Und die Handcreme, also die schaut ein bisschen zernudelt aus, aber die ist nagelneu. Also die werdet ihr auf jeden Fall auch bekommen. Und die Fußmaske, das ist ja Footcreme, genau, die werde ich euch auch dazulegen. Okay? Das heißt, ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Produkte, das heißt, ich werde euch noch 3 und 4 sind 7. Genau, ich werde euch dann noch 7 Produkte auch vom Action reinlegen. Dann habt ihr eine komplette Box von Action. Alles, was ihr machen müsst, ist, verratet mir, welcher Adventskalender ihr euch auf jeden Fall kaufen werdet. Wenn ihr euch keinen Adventskalender kauft, dann schreibt einfach, ich kaufe mir dieses Jahr keinen Adventskalender. Ist auch okay. Auf jeden Fall, die Frage muss beantwortet sein. Ja, und Hashtag kann, ja, mach mal Miss Pink Panther. Und ihr Lieben, nicht vergessen, mich zu abonnieren, liken. Schaut immer wieder, dass ihr meine Videos liked, auch kommentiert. Denn ich dürfte es nicht vergessen, da ich ja alle 3 Monate im DM jemanden glücklich mache und einen 10 € DM-Gutschein auch immer wieder verlose. Dann die Person spreche ich dann privat an bei Instagram oder in den Nachrichten. Es haben ja schon einige von euch schon das Vergnügen gehabt. Und zwar einmal hatte mal Denise Herrmann hat bei mir einmal gewonnen. Dann einmal die Beatrix. Die gibt es leider nicht mehr bei uns. Also vielleicht, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Falls du das siehst, liebe Grüße an dich. Dann hat einmal gewonnen die Almira Hadzic, hat einmal gewonnen und einmal hat gewonnen die Daniela Nass. Also die vier haben jetzt schon mal gewonnen und wie gesagt, also macht's mit und es lohnt sich. Ja, ihr Lieben, ich werde das Video beenden und nicht vergessen, schaut es noch gerne unten in den Teilnahmebedingungen und ja, die Verlosung werde ich 3 Wochen laufen lassen und dann werde ich entweder bis Zufallgenerator oder ich werde so Zettel nehmen. Schauen wir mal, was schneller geht. Schauen wir mal, ja, schauen mal, wie ich zeitlich Zeit habe. Auf jeden Fall wird der Gewinner unter seinen Kommentar auf jeden Fall benachrichtigt und er muss mir mindestens eine Woche, also 7 Tage werde ich das Rennen lassen. Wenn sich der Gewinner nicht meldet nach 7 Tagen, werde ich auf jeden Fall dann jemanden anderen nehmen. Falls ihr Instagram habt, werde ich heute noch oder morgen, schauen wir mal, wie ich das zeitlich schaffe, werde ich euch natürlich auch ein Bild einblenden, was die ersetzten Produkte sind. Dann könnt ihr schauen, will ich da mitmachen bei der Verlosung oder will ich nicht mitmachen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video einschaltet. Bis zum nächsten Mal, eure Lola. Mua, mua. Tschüss.